Vielleicht auch generell gefragt, weil es auch um Wertschätzung geht, um Fairness. Ist das Gehaltsniveau eben im Handel Ihrer Meinung nach auch rückblickend vielleicht fair genug? Ja, ich glaube, man kann eines sagen, das hat auch die fürchterliche Pandemie Corona gezeigt. Immerhin sind wir jetzt schon im dritten Jahr der Corona-Pandemie, hat ja bekanntlich im März 2020 begonnen hier in Mitteleuropa. Und das hat eines gezeigt, all along, ich sage nicht von heute auf morgen, aber all along werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den infrastrukturell wesentlichen, lebensnotwendigen Wirtschaftsbranchen höhere Gehälter brauchen. Das sind Lehrer und Lehrerinnen, das sind Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzte, das sind Lkw-Chauffeure, aber auch Mitarbeiterinnen, vor allem in der Gastronomie und Hotellerie, Verkaufsmitarbeiterinnen im Handel, die sind alle lebensnotwendig. Und das ist durch die Pandemie uns allen bewusst geworden. Und all along, auch Kindergärtnerinnen zum Beispiel, all along wird man dort mit dem Gehaltsniveau sukzessive hinaufgehen müssen. Sonst wird es keine Lkw-Fahrer mehr geben und keine Kellner mehr und keine Köche mehr. Aber das kann nicht von heute auf morgen gehen. Aber man muss beginnen.